Also ich staune ja immer. Da nennt man das Tier Erdnatter und ich will euch was darüber erzählen. Und wo ist er? Er sitzt auf der Zweige, in den Bäumen. Sie zählt aber auch zu den Kletternattern, obwohl sie Erdnatter heißt. Können wir mal das aufklären, warum die so heißt und das so macht? Ja, hi, da sind wir mal wieder. Heute mal nicht Fisch-Enzyklopädie, heute mal wieder ein Terroristik-Enzyklopädie. Und da haben wir hier so einen seltenen Geselle, eine Erdnatter. Ja, das Seltene ist die Farbe, die da gezüchtet worden ist. Das ist natürlich schon was Seltenes, aber ich habe euch ja schon oft gesagt, also andere Farben züchten finde ich total in Ordnung. Das ist natürlich spannend und interessant. Was ich nicht gut finde, was auch hier bei den Schlangen Gott sei Dank noch nicht passiert, wie man bei Fischen zum Beispiel längere Schwanzflossen züchtet oder bei Kanarienvögeln ganz andere Körperformen. Da weiß ich nicht, ob sowas sein muss. Oft ist das auch mit Qualen fürs Tier verbunden, sowas will keiner. Aber man eine Schlange haben in einer anderen Farbe, das halte ich mal für spannend, denn sonst verhält sie sich ja tatsächlich noch eben wie eine ganz normale Schlange und guckt mich ein bisschen böse an. Aber dieser böse kleine Wurm, der mich so anguckt, der ist ja wirklich noch klein und ist ja noch ein Jungtier, wenn man überlegt, dass die mal eines Tages 1,50 Meter, 1,80 Meter oder sogar 2 Meter werden kann. Dann würde die mich nicht nur so böse angucken, dann würde die mich ganz sicher auch beißen. Schlangen sind eigentlich eh mehr Beobachtungstiere und auf gar keinen Fall Kuscheltiere. Schön ist es natürlich, wenn man die Tiere relativ zahm hat, dass man die handeln kann, dass sie einen nicht immer sofort beißen, dass die sie nicht aufregen. Aber bei manchen Tieren geht es halt nicht anders. So eine Erdnatter vergräbt sich ja nun mal auch sehr gerne in der Erde. Da hat man ja mal Möglichkeiten und kann der eine schöne Röhre als Unterschlupf geben, wo sie prima ganz reinklettern kann. Und dann braucht man das Tier gar nicht wirklich handeln, gar nicht greifen, sondern man lässt sie einfach in diese Dose, in dieses Gefäß reinlaufen, mit einem kleinen Loch drin, wo sie sich verstecken kann. Wir wollen ja, dass es unseren Tieren bei uns auch super gut geht. Sie frisst am liebsten Kleinsäuger, wenn sie mal groß ist, auch schon größere. Also, sag ich mal, in der Größe wie jetzt, schafft sie nestjunge Mäuse zu fressen. Aber wenn sie mal erwachsen ist, schafft sie auch erwachsene Ratten. Und das Problem, was man bei Schlangen wissen sollte, ist, wenn man also so einen Säuger verfüttert hat, der ja noch warm ist und die Kollegenschlange mal gerade vorbeikommt und die sieht, da ist eine frisch geschlachtete Maus oder Ratte, je nach Größe, dann fängt sie von der anderen Seite an, die zu fressen und frisst dann einfach, die eine frisst also, sag ich mal, die Maus von vorne und die andere von hinten und irgendwann kommen die in der Mitte an und es wird keiner die Maus durchschneiden und es wird keiner bereit sein zu teilen, also fressen die weiter. Und wer als erster von den beiden rüber beißt, über den Kopf der anderen Schlange, wird diese andere Schlange komplett mit verschlucken mit der Beute. Das kann natürlich tödlich sogar für beide enden. Aus dem Grund sollte man so Schlangen grundsätzlich beim Füttern einzeln setzen. Man taut einfach das gefrorene Tier auf, bewegt ihn ein bisschen, die Schlange sieht also dieses bewegende, warme Ziel und dann frisst sie also super gerne diese Maus oder Ratte, ohne dass man also da zu Hause noch eine zusätzliche Säugetierhaltung sich anschaffen muss. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ah, mein Gott. Also die auf dem Baum lebende Erdnatter, die das aber nicht immer tut, wenn sie auf Erde kommt, möchte sie ein kleines Wasserbecken haben, möchte sie auch einen feuchten Boden haben, also nicht ganz trocken, sondern etwas feucht sollte der schon sein. Bei feucht müssen wir natürlich immer darauf achten, dass nicht zu nass ist und Schimmelbildung entsteht. Also auch mal wirklich mal im Terrarium die Ecken durchwühlen, ob da nichts am Schimmeln ist. Schimmel ist natürlich eine häufige Todesursache für so Schlangen. Das Badebecken immer entsprechend der Größe der Schlangen. Sie geht gerne mal ins Wasser, sie möchte Wasser dabei haben. Aber eben auch viele Versteckplätze, eine Erde, wo sie sich eingraben kann. Und als Schlange, die auch gerne klettert, natürlich immer ein paar Zweige dabei, dass es auch mal in die Höhe geht.
Wie groß muss das Terrarium für eine Schlange sein? Mit den Schlangen das Terrarium wachsen lassen. So als richtiger Terrarianer hat man ja eh 2, 3, 4 Terrarien. Oder wie viel habt ihr zu Hause? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie viele Terrarien ihr habt. Die Schlange erreicht eine Größe von 1,50 Meter bis im Extremfall 2 Meter Größe. Die Körperlänge einer Schlange soll die Länge des Terrariums sein. Das heißt, ich habe eine Schlange, die 1 Meter lang ist, brauche ich 1 Meter langes Terrarium, aber nur die halbe Länge in der Breite, das heißt 50 cm tief und 1 Meter groß. Man kann da ruhig mit einem kleineren Terrarium anfangen, aber man sollte sich bewusst sein, dass das Terrarium mitwachsen muss. Geschlechtsreife erreichen die Schlangen ungefähr mit 2, 3 Jahren, dann legen sie die ersten Eier. Meist sind das nur 3, 4, 5 Stück. Später, wenn sie größer sind, können das also auch gerne mal 10 oder sogar maximal 20 Eier werden. Futter, alles an Kleinsäugern. Wir sagen immer so schön Maus oder Ratte. Aber da gibt es natürlich jede Menge andere Tiere. Vom Wieselartigen, Marderartigen, wo natürlich die Schlange aufpassen muss, dass sie nicht selber gefressen wird. Über kleine Spitze oder Haselmäuse oder Hamsterarten oder. Die Temperatur sollte also bei den Schlangen eine Tag- und eine Nachtabsenkung haben. Wir können da also auch im ganzen Jahr ein bisschen flexibel sein. Das heißt also so übers Jahr 22 bis 28 Grad sollte die Tagtemperatur sein. Das kann man also, sag ich mal, so im Sommer vortäuschen. Man fängt einfach mit 22 an und steigert das im Laufe von 1, 2 Monaten langsam auf 28 rauf, genauso wie die Nachttemperatur. Sollte also eigentlich so bei 18 Grad anfangen und hört aber spätestens 24 Grad auf. Aber man sollte den Schlangen auch eine Möglichkeit geben, einen Winterschlaf zu machen. Dieser Winterschlaf sollte so 3 bis 5 Monate sein. Hat natürlich mit dem Ernährungszustand zu tun. Wenn die Schlange also richtig gut genährt ist, können das ruhig gerne 5 Monate mal sein. Und da sollte ich sie dann halten auf 7 bis 12 Grad. Das heißt, in der Wohnung kann ich also einen normalen Winterschlaf nicht machen. Entweder ich habe einen angemessenen Keller dafür oder regel mir einen schönen Kühlschrank etwas höher, wo ich sie dann in den Kühlschrank halten könnte. Aber auch da feuchte Erde nicht vergessen, schön viel Laub, dass sie sich wohlfühlt. Denn die wird auch zwischendurch beim Schlafen auch mal wach. Und dann möchte sie auch eine vernünftige Umgebung haben. Sonst entsteht auf einmal Stress und Stress ist nicht gut. Das wissen wir selber von uns. Also wenn die Schlangen erwachsen sind, dann legen die Eier in der Erde. Die Eier müssen bei schöner Wärme ausgebrütet werden. Es ist eigentlich spannend und interessant, auch mal selber so Schlangen zu züchten, um einfach auch mal selber zu sehen, wie aus den Eiern dann junge Lebewesen entstehen. Aber die Eier im Terrarium so ausbrüten lassen, wird im Allgemeinen nicht funktionieren. Da wäre schon eine Brutmaschine, also ein Inkubator angesagt, sich so was anzuschaffen. Aber ich glaube, das ist ganz spannend, mal so ein Schlangenbaby, bisschen kleiner noch als diese hier, mal dabei zu sein, wenn die Schlange schlüpft und das mal erleben, wenn sie das Licht der Welt erblickt und erst einmal so ein Terrarium dann erforscht und sieht. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid, denn ich denke mal, auch dies war mal eine höchst interessante Folge. Aber die nächste spannende Folge wartet schon auf euch. Wir sehen uns nächste Tage wieder.